Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde League of Legends. Ich bin Ram und in dem heutigen Ranked Game gibt es wieder einmal Master Yi im Jungle. Es handelt sich hierbei um ein fünftes Quali-Game. Ja, leider nur zwei gewonnen, drei verloren. Und ja, mal sehen, ob das noch ein bisschen besser wird. Aber schon furchtbar im Moment. Aber gut, das kennen sicher viele von euch. Von daher. Dann müssen wir alle durch. Haben wir einen Lee. Haben wir einen Flash von einem F. Kann man Trash, der ein paar Sekunden zu spät kommt. Und da haben wir First Blood. So, weiter geht's beim Blue Buff. Ja, ich spiele ihn natürlich wieder mit Eroberer Triumph. Bei der Legende, da wechsle ich immer ein wenig hin und her. Kommt immer drauf an, wie viel CC die Gegner haben oder ob sie sehr tanky sind und so weiter und so fort. Dann haben wir Gnadenstoß, Gefräßiger Jäger und Argus Vermächtnis. So, gehen wir erst noch schnell die Wölfe machen. Gehen wir schnell zur Midlane gucken, genau. Vega ist ja doch sehr angeschlagen. Okay. Good job. Good job, ebenfalls auf der Top-Lane. Ist nichts gewordet. Wow. Sorge dich nicht. Double Kill ist natürlich nicht schön für ihn. Das ist nicht gut. Jetzt holen wir uns nochmal einen Dolch. Und dann schauen wir mal. Zwei Kills auf einem Yi so früh im Early sind natürlich immer gut. Thank you.
So, muss da stiften gehen. So, oh, Toplane sieht sehr gut aus. Kriegt gar keinen Farm. Midlane läuft auch vernünftig. Und Botlane ist okay. Haben sie uns sich jetzt die Akali geholt. Er hatte natürlich auch sehr weit gepusht. Lass dich nicht von Stolz blenden. Konzentrierte Geist kann selbst Stein verbringen. So, da kam ich ja gerade rechtzeitig. Hohohoho. Hatte ich ein bisschen Trash hinter mir. So, und jetzt mal zusehen, dass ich hier Level 6 bekomme. War leider gewordet. So, der Lee steht 2-0. Sehr schön. So.
Jetzt war der Punch-On da. Ja, insgesamt haben die nachher eine richtig eklige Kombo mit sau viel CC. So, können wir eigentlich mal Bot gehen, ne? Okay, geholt. Geholt. Und geholt, sehr schön. Gut geklappt alles. Ich zeige dir den Weg. So, und wieder aufmachen zum Drake. Den wollen wir langsam mal holen. Pantheon down. Oh, der geht ab, der Junge. Ganz schöner Agro-Typ. Lol. Genau, jump auf ihn. So geht das. Gut, gut. Oh, Vegabot. Thank you.
So, jetzt können wir einen Drake machen. So. So, dem seine Pings mute ich jetzt auf jeden Fall schon mal. Hey, ey. Das kann nervig sein. Ich habe ja mir geschworen, dieses Mal mich kein bisschen auf sowas einzulassen. Habe ich eben leider schon gefailt. Nein. Aber man muss einfach richtig cool und relaxed bleiben. Flamer, Feeder, Torfköpper hat man alles immer wieder im Team. Oder auch im Gegnerteam. Darf man sich nicht ärgern lassen. Für mich wird die Runde noch schwer genug. Also was passiert nämlich? Jetzt ist sich die Botlane auch schon drauf ein. So. Und ich glaube, bevor ich jetzt irgendwas weiterbaue, gehe ich erst doch auf meine Quecksilberschärfe. Nee, okay. Wenn ich das Item schon mal komplett habe, dann nehmen wir es auch erst. So. So, Botlane reinpushen. Schade, jetzt würde ich mir schon so ein bisschen so einen Rageblade wünschen. So, Quecksilberschärpe kostet 1,3. Ich zeige dir den Weg. Nächste Drake 52. Zweiundzwanzig Sekunden, Drake.
So, und da haben wir den Lieb im Jungle erwischt. Ja. Ist natürlich tödlich geendet. Und Botlane weiter pushen. Gegner rennen aber auch irgendwie einer nach dem anderen immer rein. Wie es aussieht. So, dann pushen wir noch ein bisschen weiter hier. So, und wenn das jetzt hier aber so weiterläuft, dann wird es jetzt echt mal Zeit für den Baron. So, ja, da kam der Thresh ein bisschen dumm reingelaufen jetzt. Sah zwischenzeitlich wirklich knapper aus, aber mittlerweile liegen wir richtig gut vorne. So. Okay. Das war, denke ich mal, gar nicht so übel. So, nun können wir Baron machen. Der Lee welches. Zum Ende hin jetzt nochmal gut was für die Stats getan. Und 3300 Gold zum Ausgehen. So, reicht instant fürs Rageblade.
So, nächste Runde voll durchrasiert. Insgesamt jetzt doch sehr, sehr eindeutig mit 47-23. Also, wie stehen wir jetzt da? 3 Siege, 3 Niederlagen. Und, ja, es geht bergauf. Mal sehen, wo ich nach den 10 Quali-Games lande. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr seid weiterhin dabei. Also bis zum nächsten Game und in diesem Sinne, bis bald, euer Ram.